Willkommen zu einem neuen Part der Haunted. Beim letzten Mal waren wir in der Kirche und haben den Papst gefunden, der zu einem Geist wurde. Und er kann uns jetzt helfen, die Sprache von Emily zu übersetzen. Da ist sie. Ich bin bereit. Legen wir los. Nun denn, wenn es das ist, was ich tun soll, Herr, dann werde ich es tun. Ich helfe diesem Mädchen, um meine Schuld wieder gut zu machen. Nie mehr sollen die Tore zugeschlagen werden, denen die Hilfe suchen. Geht's jetzt bald los oder müssen wir erst noch eine Messe abhalten? Lass ihn. Sie sagt, dass sie große Angst hat und du ihr helfen sollst. Na, das hätte ich dir auch sagen können. Und, sie mag mich nicht besonders. Auch keine große Überraschung. Emily, wie? Wie kann ich dir helfen? Damals ein Zug? Sie ist nicht herausgefallen. Sie ist nicht? Ich habe sie nicht. Sie ist entführt worden. Von einem Mann. Und sie hat sich gewehrt. Sie hat sein Auge erwischt. Der dürre, einäugige Lulatsch. Ethan hat sie entführt? Der Scherge der Professorin. Er hat sie geraubt. Ganz sicher für ein finsteres Experiment. Wo ist sie denn jetzt? Ihr Körper ist nicht bei Bewusstsein. Und ihr Geist versteckt sich hier. Sie will zurück. Zurück in ihren Körper. Wie? Wie kann ich sie zurückbringen? Woher soll sie das wissen? Hey, keiner hat dich nach deiner eigenen Meinung gefragt, Mützenmann. Konfuzius sagt, ihr Geist ist stark, aber wir können ihn nicht mit uns nehmen. Sie will nur eins. Zurück in ihren Körper. Ihr ist sehr, sehr kalt. Wir müssen jemanden um Rat fragen. Jemanden, der uns sagen kann, wie ein Geist zurück in seinen Körper kehren kann. Sie will wieder fliehen. Warte, Emily. Lauf nicht weg. Was? Nein. Emily, was tun wir jetzt? Wir müssen uns noch einmal mit dem Orakel beraten. Wir sollten sofort zurück nach London reisen. Okay. Wäre da nicht die entgleiste Lok? Will ich keinen Sprint machen, weil jetzt hat er jetzt den neuen Mann. William, du musst die Lok zurück aufs Gleis heben. Tut mir leid. Ich glaube, ich bin noch nicht der Alte. Ich schaffe das nicht. Jetzt, wo ich begriffen habe, dass ich in meinem Leben nie etwas erreicht habe, werde ich nie wieder der Alte sein. So, du großer Jammerlappen. Und jetzt hörst du mir mal eine Minute zu. Vor allem nämlich solltest du eines wissen. Du magst zwar ein übergroßer Holzklotz mit schlechtem Benehmen sein, aber trotz allem bist du ein wirklich großartiger Kerl. Was hast du gesagt? Ich will jetzt nicht alles zurücknehmen, was ich richtigerweise über dich gesagt habe. Aber ich war doch sicher etwas zu hart mit dir. Du hast uns schon oft weitergeholfen, als es keinen Ausweg mehr gab. Ja. Du hast Barry an der Tower Bridge vor dem sicheren Tod bewahrt. Ohne dich wären wir gar nicht hier. Du bist ein toller Freund. Und im Gegensatz zu mir fällst du keine vorschnellen Urteile über andere Menschen. Nimmst du meine Entschuldigung an? Meinst du das? Natürlich, du Erbsengehirn. Wollen wir Freunde sein? Freunde? Ha! Aber sicher, kleiner Fratz! Und wirst du uns aus dieser hässlichen Lage hier befreien? Hässliche Lage? Der Zug. Schon vergessen, Matschbirne? Ach ja, richtig. Nun denn, dann wollen wir mal. Yay. Konfuzius fehlen die Worte. Ein netter Herr, dieser Pirat. Hey, Zwergengeist mit der finsteren Vorgeschichte. Du hältst mal schön den Rand, sonst wird Kiel geholt. Komm schon, William, du schaffst es.
Na los, du Riese! Wir glauben an dich! Willi. Wunderbar! Ihr habt doch nicht etwa an mir gezweifelt? Und jetzt zurück nach London. Euch Jungs wollt ihr doch bestimmt schon mal jemand vom Motivführer werden. Der Schaffner bleibt da. Zum Orakel gehen. Oder wir könnten vorher noch dem verrückten China-Ladenbesitzer bei seinem speziellen Auftrag helfen. Ins Theater geht's zum Orakel oder wir helfen dem Rumänen. Das ist allein deine Entscheidung. Such dir was aus. Ich will erst einen speziellen Auftrag machen. Aber erstmal will ich hoch und mir die Sachen angucken, die er uns geschickt hat. Ganz mein Geschmack. Yay. Und jetzt gehen wir zu der Stadt. Den Domain. Ja, wie kann ich behilflich sein? Wegen dieses speziellen Auftrages. Ach ja, du musst die Hinweise übersetzen. Ah ja, genau. Dann gib mir mal die Hinweise in der Stadt. Zum Beispiel da. Kannst du mir das bitte übersetzen? Hier steht, auf dem Grund. Was für ein Grund? Wir müssen noch die anderen Hinweise finden. Kannst du mir das bitte übersetzen? Der Themse in der Nähe der Brücke neben dem Mann mit den Betonschuhen. Das ist alles? Auf zum nächsten! Ich denke, hier ist ein Kranken. Ich glaube, insgesamt waren es drei. Kannst du mir das bitte übersetzen? Hier steht, das Serum liegt vergraben. Also, das Serum liegt vergraben auf dem Grund der Themse in der Nähe der Brücke, bei dem Kerl mit den Betonschuhen. Da nichts wie hin. Lass uns das Ding ausgraben, dann haben wir es geschafft. Zug wurde dann angeblich von Geisterhand wieder auf die Schienen gesetzt. Lesen Sie die wahre Geschichte. Jetzt, nur
Tower Bridge. Gute Idee, aber wie soll ich das Serum finden? Dafür bräuchte ich eine wirklich gute Spürnase. Oh, dann brauchen wir wohl einen anderen Wald. Gut, dann können wir wieder nicht weiter machen. Dann gehen wir jetzt zum Theater. Nee. Oder doch. Das war doch mein Theater. Lauf mal, lauf. Schneller. Gut. Dann mal darüber. Und da runter. Und auf zum Orakel. Die bunte Mannschaft ist zurück! Und Kapitän, wie war der Schottlandurlaub? Das war kein Urlaub, das war... Entschuldigung, ich meinte nicht dich mit Kapitän, ich meinte die junge Dame. Hey, aber ich bin doch... Schon gut, Oscar. Ich bin ganz sicher nicht der Anführer dieses verrückten Haufens. Naja, wie auch immer. Wir haben herausgefunden, dass ihre Schwester vielleicht noch lebt. Ja, ihr Geist versteckt sich. Aber sie will zurück in ihren Körper. Na sowas. Vielleicht liegt sie im Koma. Ohne Bewusstsein. Schon mal darüber nachgedacht? Stimmt, könnte sein. Vielleicht hat man ihr Medikamente verabreicht. Und jetzt? Wie? Und jetzt? Na, was sollen wir jetzt tun? Woher sollen wir das wissen? Ihr seid doch das Orakel! Oh, jetzt fangen Sie schon wieder mit dem Orakel-Unsinn an. Hört mal zu, wir haben hier wirklich unsere eigenen Probleme. Uns ist immer noch nicht eingefallen, wie wir das Stück zu Ende spielen sollen. Und so werden wir nie erlöst werden. Warum verschwindet ihr nicht und macht nochmal Urlaub? Irgendwo ganz weit weg. Ja, zum Beispiel in Transsilvanien. Oh ja, ein Ort, an dem viele Geister Zuflucht suchen. Da gefällt es euch bestimmt. Dort suchen Geister Zuflucht? Ja, und sie unterhalten sich auch mit Menschen, vor allem mit Zigeunern. Zigeuner in Transsilvanien, da habt ihr es doch. Die können sogar Seelen von Verstorbenen einfangen und in Glaskugeln verstauen, habe ich gehört. Wollt ihr uns damit sagen, dass wir in Transsilvanien Emilys Geist einfangen können? Genau. Wir wollen euch wieder ganz viel sagen. Und jetzt raus mit euch. Am Hafen gibt's sicher jede Menge Schiffe, die euch gern überall hinbringen. Hauptsache weg von uns. Das sind gute Hinweise. Danke für die Hilfe. Vielleicht kann ich Emily doch noch retten. Irgendwie sind sie ja auch ein netter Haufen. Sollten wir ihnen nicht auch von den verschwundenen Seelen erzählen? Also irgendwann reicht es ja mal. Komm, Mary, auf zum Hafen! Oje, was für ein Geschaukel. Ich glaube, mir wird schlecht. Mein Gott, Oscar!
Ich wusste gar nicht, dass sich Geister übergeben können. Und dann auch noch so viel. Es war das Ekligste, was ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Und danach. Das passiert immer, wenn ich nicht selbst am Steuer sitze. Das ist er also, der gläubige Osten. Hier werde ich auf Glaubensbrüder treffen. Vor allem werden wir hier, bei diesen Zigeunern, hoffentlich das Rätsel von Emilys Geist lösen. Wenn das Orakel recht hatte, steht hier viel mehr auf dem Spiel als nur eine Seele. Nur eine Seele? Wenn wir Emilys Geist in ihren Körper zurückholen könnten, würde mir das völlig ausreichen. Das ist zwar nicht sehr universell gedacht, aber man muss ja klein anfangen. Hey, Fremde! Ist dir klar, dass du Selbstgespräche führst? So, das war's auch wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich über Kommentare und über Bewertungen. Bis dann. Ciao.